In diesem Video zeige ich dir dieses System. Das ist das System, das ich im Hintergrund laufen habe, das eigentlich großteils fast automatisiert ist, mit nur ein bisschen Arbeit. Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch, wie dieses System funktioniert, damit du ein ähnliches System aufbauen kannst und hoffentlich auch auf eine hohe Subscriberzahl kommst und deinen Kanal dementsprechend pushen kannst. Du möchtest wissen, was dahinter steht, um über 6000 Subscriber auf YouTube zu bekommen und deinen Kanal zu monetarisieren? Also dahinter steckt ein System. Es reicht einmal meistens nicht nur, dein YouTube-Video auf YouTube hochzuladen und dann zu hoffen, dass etwas passiert. Also das funktioniert eigentlich in fast keinem Ökosystem. Es funktioniert auch nicht, dass du einfach nur ein Buch schreibst und irgendwer wird schon kaufen, sondern du kannst Systeme etablieren, um deinen Kanal, um deine Videos zu pushen. Ich habe einen englischen Kanal, der heißt Artificial Intelligence and Blockchain und habe hier eben mittlerweile über 6000 aktive Subscriber. Meine Videos werden geschaut, mein bestes Video hat fast 70.000 Views. In diesem Video erfährst du, welches System ich im Hintergrund angewendet habe, um auf diese Zahl zu kommen. Also, du siehst, im Zentrum steht natürlich YouTube und ein gutes YouTube-Video. Das heißt, guter Content ist natürlich das A und O. Was ist guter Content? Guter Content ist Content, der deinen Zusehern gefällt. Guter Content ist nicht unbedingt Content, der dir selber gefällt. Das habe ich auch lernen dürfen. Also der beste Content, der auf meinem AI- und Blockchain-Kanal funktioniert, sind immer 5 Free AI Tools, 7 Free AI Tools. Mittlerweile hängt mir das ein bisschen zum Hals schon raus, aber meinen Zusehern gefällt's. Und da muss man ein bisschen übers Ego drüber steigen. Man muss ein paar Sachen ausprobieren, dann sieht man, was funktioniert und dann drehst du einfach das, was funktioniert, nochmal und nochmal und nochmal. Erster Schritt, richtig guter Content, ein richtig gutes YouTube-Video machen, ist schwer genug, keine Frage, aber das ist natürlich der wichtigste Schritt. So, dann siehst du von allen Punkten rundherum, dass Pfeile auf YouTube zeigen. Du siehst zum Beispiel von Google führt ein Pfeil zu YouTube. Wie funktioniert das? Das heißt, ich wähle meine Titel und ich wähle das Wording in der Description im YouTube-Video schon so, dass es suchmaschinenoptimiert ist. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google und dementsprechend lohnt es sich, ein bisschen mit Suchmaschinenoptimierung auseinanderzusetzen und dann eben das anzuwenden, auch auf dein YouTube-Video. Das heißt, wähle den Titel und wähle die Beschreibung und wähle auch das Wording deines Videos so, dass es suchmaschinenoptimiert ist. Du hast es vielleicht schon gesehen in den Google-Suchergebnissen. Manchmal kommt ein Video vorgeschlagen, wo nur ein Teil des Videos herausgenommen wird. Das heißt, hier lohnt es sich, dein Video und deine Worte auch schon so zu wählen. Erster Schritt, für Google optimiert sein und für die Suchmaschinen selber optimiert zu sein. Zweiter Schritt, du siehst aus allen Social Media Kanälen, also fast allen. Twitter habe ich noch nicht, aber TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest. Denken die wenigsten dran an Pinterest zum Beispiel. Erster Schritt, ich lade das YouTube-Video hoch. Zweiter Schritt, wenn das YouTube-Video gut läuft, dann kann ich in den Analytics sehen, wo gibt es Ausschläge nach oben. Wo sind Stellen in diesem Video, die häufiger gesehen werden. Die nehme ich als erstes heraus und nehme da bis zu 30 Sekunden und mache aus diesen Videos Hochformat-Videos. Diese Hochformat-Videos werden in die sozialen Medien gepusht. Das heißt, auf TikTok hochgeladen, Instagram Reels hochgeladen, auf LinkedIn teilweise hochgeladen, je nachdem, ob es thematisch passt, auf Facebook Reels, die es ja mittlerweile auch gibt, hochgeladen und Pinterest, diese Pin-Ideas, die ja ähnlich sind wie die Stories, da wird es auch hochgeladen. Und da kriegt man teilweise richtig große Reichweite. Dementsprechend, das schauen die Leute, subscriben auf diesem Kanal und wollen dann das ganze Video sehen und gehen dann auf YouTube und wollen dort halt eben die volle Länge sich anschauen. Das heißt, so kleine Teaser-Ausschnitte, die quasi Werbung machen für das volle YouTube-Video. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, einen Blogpost zu machen. Also ich habe auch eine Website erstellt für AI und Blockchain. Auf dieser Webseite mache ich nichts anderes als einen neuen Blogpost erstellen, wenn ich ein Video publiziere. Diesen Blogpost gleich zu nennen wie das Video, im Idealfall noch Überschriften und den Text und die Transkription deines Videos auch darunter, damit es auch wieder suchmaschinenoptimiert ist, weil dann Google diesen Blogpost auch aufnimmt, indexiert und du wirst über den Blogpost gefunden und Leute lesen den Blogpost und schauen sich wiederum das Video an. Wenn sie es gut finden, gehen sie auf YouTube und subscriben zu deinem Kanal.
Das ist natürlich ein bisschen aufwendig und deswegen mache ich es auch nur sehr wenig. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wie über Google Leute meinen Blogpost finden, damit meinen YouTube-Kanal finden und damit dann auch dort subscriben. Das heißt, suchmaschinenoptimiert arbeiten, in die sozialen Medien gehen und die Leute teasen, damit sie kommen auf deinen YouTube-Kanal. Und der letzte und gar nicht zu vernachlässigende Schritt ist, was du da auf der linken Seite sehen kannst, nämlich das mit dem Opt-in und mit dem Lead Magnet. Und da war ich selber persönlich überrascht, wie gut das funktioniert. Was ich nämlich gemacht habe, was ist ein Lead Magnet? Ein Lead Magnet bringt Leute auf deine E-Mail-Liste. Du gibst ihnen etwas von sehr hohem Wert, was sie gerne haben möchte, und dafür geben sie ihre E-Mail-Adresse her und sind auf deinem Newsletter drauf. Das wird dir in jedem Video empfohlen. Ich habe selber nie verstanden, wozu man das machen sollte. Einen Newsletter, wer macht das noch? Wer öffnet noch irgendwelche Spam-Mails? Aber ich habe es gemacht und es funktioniert. Und damit, das ist so unglaublich mächtig, weil dadurch wird das Ganze ein selbsterfüllendes oder ein selbstverstärkendes System eigentlich. Weil was passiert? Die Leute sind zum Beispiel in den sozialen Medien, sehen das Reel oder sehen die Story, gehen aufs Profilbild, wenn es ihnen gefällt, sehen dort, hey, klicke jetzt auf den Link, melde dich für den Newsletter an und bekommst diese kostenlose Liste von über 50 AI-Tools. Die Leute klicken da drauf, kommen auf die Webseite, melden sich für den Newsletter an, bekommen diese Liste zugeschickt. Es ist so simpel. Diese Liste habe ich eigentlich für mich selber gemacht, um zu wissen, welche Tools habe ich schon vorgestellt, welche habe ich noch nicht vorgestellt. Da habe ich mir gedacht, naja, ich kann diese Liste gleich verwenden und sie meinen Usern zur Verfügung stellen. Dafür geben sie aber ihre E-Mail-Adresse her. Bedeutet, die Leute sehen das in meinem Kanal, sehen das, du siehst, der Pfeil geht auch von YouTube zur Webseite und zum Newsletter. Die Leute sehen die Videos in den Stories, klicken auf die Webseite, geben ihre E-Mail-Adresse ein, bekommen eine E-Mail automatisch zugeschickt mit diesem Lead Magnet, mit dieser Liste. Und in diesem E-Mail werden gleich andere Videos wiederum vorgeschlagen. Sie klicken wiederum auf die Videos, sie klicken wiederum auf YouTube und sie subscriben wieder. Das heißt, das Ganze wird auf einmal so ein System, das sich immer mehr selber verstärkt. Weil du kriegst mehr Subscriber, dadurch werden deine Videos mehr gepusht. Dadurch, dass sie mehr gepusht werden, kriegst du wieder mehr Viewer. Dadurch kriegst du wieder mehr Newsletter-Anmeldungen. Dadurch kriegst du mehr Leute, die Newsletter lesen und im Anschluss wiederum auf deine Videos klicken. Weil was passiert jetzt? Jetzt, wenn ich ein neues Video rauspushe, schicke ich ein E-Mail an die gesamte Liste, wo über 350 Personen schon draufstehen. Diese Leute, die öffnen diese E-Mail und wollen das neueste Video von mir sehen, weil genau deswegen haben sie sich angemeldet. Das heißt, ich habe schon mal fix die Leute, die diese E-Mails lesen, wiederum als neue Viewer unmittelbar für das neue Video. Das heißt, du siehst, das ist ein Ökosystem, das geschaffen wurde. Es ist nicht besonders viel Aufwand, weil ich drehe das YouTube-Video, ich mache ein paar Reels, lade sie hoch und der Rest ist eigentlich automatisiert. Aber trotzdem ist es ein unglaublich starkes System, das einfach sich immer mehr selbst verstärkt und dadurch immer mehr Subscriber bringt. Also wenn du Fragen hast zu diesem System, dann lass es mich wissen in den Comments unten und gib diesem Video bitte jetzt ein Like, damit es wieder an andere Leute gepusht wird und dieser Content auch für andere Leute nützlich sein kann. Danke fürs Zuschauen.